das Eis, das man zum Brauen braucht. Man braucht zum Brauen sehr viel Eis, weil bei der untergärigen Brauweise müssen sie konstant 5, 6 Grad herstellen. Und das können sie quasi, wenn die Außentemperatur nicht mehr entsprechend ist, schaffen sie das nur mit der Zugabe von Eis. Und das hat man früher, das sehen Sie auf den Bildern hier, wirklich aus den zugefrorenen Seen und so weiter gewonnen. Oder da sieht man hier das Bild mit so technischen Anlagen, wo man dafür gesorgt hat, dass das Wasser gefroren ist, das man über Leitungen hier zugeleitet hat. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass es natürlich, wenn man das aus den Seen geholt hat, dass das eine total unhygienische Angelegenheit auch war. Man konnte das in dem Brauprozess mit den hohen Temperaturen, die dann auch wieder notwendig werden, das ist das Komplexe, sie brauchen ganz niedrige Temperaturen, sie brauchen ganz hohe Temperaturen, konnte man das wegmachen, weil da die Bakterien... Ich kaufe die für den Bier, wenn man ja seinen Kopf an den Kopf hat. Ganz früher, wie es noch Riesen gegeben hat auf der Welt, da haben die damaligen Zahndoktor solche in die Werkzeug gebracht. Auf dem Weg über Preußen sind dann die Geräte zu uns gekommen. Und da hat sich der edelste bayerische Berufsstand ihrer angenommen, nämlich die Bierbrauer und die Wirte. Wenn die damals nicht so gescheit gewesen wären, dann gab es unseren Volksstamm nicht mehr, weil wir alle schon längst verdurscht waren. Wie das so im Einzelnen zusammenhängt, das erklärt uns ja noch einer, der was wissen muss, nämlich ein Braumeister. Für jetzt bloß so viel. Das Bier braucht zum Ausgären und Lagern eine Kälte. Und wo hätten wir die früher bei der Hitze hergenommen? So sind sie aufs Eis gekommen. Jetzt im März war die letzte Gelegenheit, dass man sich solche Brocker herschneiden und auserziehen hat können. Die Eltern unter uns werden sich noch gut an sowas erinnern, besonders die wo dabei Einbrucher sind. Die Jüngern sehen sowas nimmer. Und wir hätten es auch nicht früher können, wenn die Brauerei in Aldersbach nicht mitgemacht hätte. Die haben nämlich ein Brauereimuseum eingerichtet, wie man es kaum noch woanders findet. Ja, und Mann und Ross und Wagen haben wir auch noch auftrieben, beim Lois in Amsham. Und so schaut die Geschichte direkt echt aus. Aldersbach liegt in Niederbayern, hat ein sauberes Wirtshaus, ein gemütliches Breistübel, eine wunderschöne Klosterkirche, die keine geringeren ausstaffiert haben wie die Gebrüder Asam, und eine gute Luft. Die Brauerei gehört die Aretin, und sie gehen nicht fehl in der Annahme, dass die Annette auch zur Verwandtschaft zählt. Unsere Eismaler, die haben jetzt einen Appetit nach der harten Arbeit auf dem Weiher und in der Kiesgrube. Und was gibt's beim Meierhofer? Genau das Richtige am